Hi, einen wunderschönen guten Tag aus der Quarantäne. Die meisten, die Facebook verfolgen, werden schon gesehen haben, wir sind zum Urlaub zurückgekommen und haben die Seuche mitgeschleppt. Und deswegen war die Woche, wir komplett lahmgelegt und deswegen ist auch in der Werkstatt nichts passiert. Und ist die Werkstatt Gott sei Dank nebenan und ich habe gedacht, ich gehe heute mal rüber, mache mal eine kleine Bestandsaufnahme, was so die Gitarren angeht, zur Roadshow, wie weit wir da jetzt sind und was noch zu tun ist. Ganz viel. Aber kriegen wir hin. Einfach mal kurz einen Zwischenstand und noch mal ein bisschen was für die Gitarren, weil doch der eine oder andere gefragt hat, was für Holz und so. Und da wollte ich jetzt mal ganz kurz und bündig was zu sagen. Und die ein oder andere Gitarre, die fast fertig ist, oder eigentlich sind sie alle schon sehr weit, mal kurz zeigen. Genau. Drei sind reserviert bis jetzt. Das heißt, zwei können noch reserviert werden und der Rest dann nur aktiv auf der Roadshow gekauft werden. Mittlerweile ist es so, dass drei Gitarren sind komplett fertig, unter anderem. Die wollte ich dann nochmal zeigen, diese wunderschöne Miss G. Die ist aber auch schon reserviert, die hat sich den Jens ergattert. Und die ist wirklich schön. Also die, das Ganze ist übrigens, das ist Nussbaum aus der Toskana. Das ist über 35 Jahre alt ungefähr. Und war halt komplett, oder ist teilweise vom Wurm zerfressen, sieht man jetzt gleich auch noch. Teilweise aber auch, man sieht hier so ein bisschen geriegelt und also es hat eine so irre und geile Malerung. Hier sind überall so ein paar kleinere Grafiken drauf. Hier haben wir nochmal auch was von dem Nussbaum mit eingeleimt. Das sieht auch ganz schick aus. Hier sieht man auch die ersten Wurmlöcher. Hier ist was. Und hier sieht man auch was, also es sieht wirklich mega, mega schön aus. Und die Maserung insgesamt sieht einfach knaller aus. Hier nochmal. Also Nussbaum, die ganzen Bodies, alle Bodies sind aus Nussbaum. Dieses Nussbaum aus der Toskana. Die Hälse sind größtenteils dann dementsprechend Mahagoni. An zwei Gitarren, an zwei von den Flying Bees sind Cedro-Hälse. Ansonsten ist überall Mahagoni mit einem Indian Laurel oder wie auch immer man es ausspricht, Griffbrett. Die Gitarren haben alle im 12. Bund die beiden Pickzeichen. Alle Gitarren haben einen Humbucker. Das ist ein Harry Häusel, ein Toss. Toss Fett XL, das heißt, der macht schon ordentlich Dampf, kann aber auch anders auf jeden Fall. Sind splittbar auf jeden Fall, also das heißt, man kann ihn in Single Coil splitten. Und das ist es auch eigentlich schon, eine Wraparound Bridge von Faber und auch die Tuner von Faber. Und das Ganze ist dann mit Nitro klar lackiert, naturbelassen von der Farbe her, weil es einfach ultra schön ist. Und so werden eigentlich alle Gitarren aufgebaut. Also teilweise mit einem Alu-Schlagbrett, wie es hier ist, teilweise mit einem schwarzen Schlagbrett ganz normal. Das ist es eigentlich. Und ja, davon, wie gesagt, drei sind reserviert, zwei könnt ihr noch reservieren. Die anderen sechs können nur aktiv auf der Roadshow gekauft werden. Genau, die Flyer. Die liegen jetzt mittlerweile, müssten die, das sind diese hier, die müssten theoretisch heute oder morgen ist Sonntag, heute schon angekommen sein bei den Shops, wenn nicht, dann kommen sie am Montag bei den Shops an. Das heißt, wenn ihr euch so einen Flyer holen wollt, dass ihr das Datum nicht vergesst oder wie auch immer, dann bei Music Number One in Hamburg. Da sind wir am 19.8., am 20.8. bei Musikproduktiv in Büren. Am 22.8. ist es hier bei Gamble Guitars direkt. Das heißt, da werden wir sowohl hier oben was machen, als auch unten auf dem Hof. Da kommt das Auto, wird aufgestellt und
Das heißt, die ganzen Roadshow-Gitarren, die werden unten sein und gibt auch die Möglichkeit, dann hier mal in die Werkstatt reinzuschauen und wie wir hier fertigen, wer noch nicht da war. Und genau, am 23.8. bei Redemption Guitars, am 26.8. bei Cream Music in Frankfurt, am 29.8. beim Captain in der Captain Guitars Lounge in Emmering bei München und vom 9. bis 11.9. auf dem Guitar Summit. Also da überall werden die 11 Gitarren mit dabei sein. Auf dem Guitar Summit werden noch ein paar andere Gitarren dabei sein. Genau, was dabei sein wird, was mal wieder am Start ist, super cool, freut mich auch mega, sind die Shirts. Sind wieder Gamme-Shirts da. Wer also Bock hat, kann sie hier holen oder auf der Roadshow werden die auf jeden Fall mitgenommen und könnt mir aber auch schreiben, wenn ihr eins haben wollt. Gibt es im Moment in so einem NATO-Grün, das ist das hier, es gibt ein Schwarz, es gibt ein Bordeaux-Rot und noch ein dunkles Grau, also so ein Grau meliert vielmehr, genau. Die Hoodies kommen auch, die werden in circa 2 Wochen da sein, kommen aber auch. Und dann mal schauen, was wir noch mitnehmen, noch mitbringen, mal gucken, ob wir noch was zusammenkriegen. So, jetzt ganz kurz einmal, gehe ich mit euch, ich nehme die Miss G mal wieder mit, die kommt, gehen wir mal hier hin, weil das sieht mir auch ganz schick aus. Das sind so die 3 Modelle, wenn man so guckt, die dabei sein werden. Rockfire, Miss G und die V. Und dann jeweils, ich weiß gar nicht, nur überlegen, 3 sind von den Vs dabei, 4 von den Miss Gs und 4 Rockfire. Und eine von den Rockfire ist eine Lefty, genau. Hier sind die nächsten, das sind 2 Miss Gs. Einmal, da ist noch Klebeband drauf, weil die Bünde gerade abgedichtet werden. So. Dann haben wir die 2. Miss G. Auch die ist bereits reserviert, diese hier. Dann kommen wir zu den, jetzt gehe ich mal so rum. Das sind die Flying Vs, die anderen beiden. Die hier ganz speziell. Wir haben ja schon einige gesehen wahrscheinlich. Das ist ganz krass. Ist in dem Fall mit Alu-Röhrchen ein bisschen stabilisiert. Und wir haben hier auch, ganz interessant, ich weiß nicht, ob ich da jetzt drankomme, ob man es sieht. Man sieht es ja so ein bisschen. Da ist eine Patronenkugel drin. Toskana, 2. Weltkrieg. Ich glaube, da war im Wald jetzt nicht so unbedingt viel. Also gehe ich mal davon aus, dass es irgendwie von Jäger war oder so. Aber ganz interessant sind Patronenkugeln drin. Übrigens, jetzt sehe ich erstmal, wie krass meine Augen sind. Also ich sehe nicht immer so aus, ist tatsächlich, ist geil, Corona. Genau, das waren die Flying Vs. Dann haben wir hier noch eine Miss G. Also wenn einer von euch da was sieht, was ihm gefällt, dann könnt ihr gerne schreiben. Wie gesagt, 2 können noch reserviert werden. Das ist die Lefty Rockfire, auch sehr geil von der Maserung her. Welche ich mega geil finde von der Maserung ist die hier. Das sieht man erst, wenn die richtig nass ist. Dann also ist auch richtig geil. Auch hier sind so Wurmlöcher. Ich weiß gar nicht, wie es hinten war. Nee, hinten war nicht so Wurm gefallen, aber auch sehr geil von der Maserung her. Ja. Genau, dann haben wir noch eine, die ist, ja, genau. Auch die ist wirklich richtig geil. Hier, der Teil sieht sehr cool aus. Ja, die wären alle sehr, sehr schön. Ich freue mich total, wenn sie alle fertig sind. Das wird wohl noch, bis kurz vorher, denke ich mal, werden wir da noch arbeiten, der Eike und ich. Und, ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig über jeden, der kommt. Und desto mehr, desto besser, desto cooler wird's, desto schöner wird's. Und was passiert auf der Roadshow? Nicht wirklich viel. Also, warte mal, ich spann das mal wieder hier ein.
Also wir können viel quatschen. Ihr könnt die Gitarren sehen, ihr könnt euch die Gitarren anschauen, ihr könnt die Gitarren antesten, es wird ein Verstärker da stehen. Ihr könnt anspielen, wenn nicht draußen, dann drinnen in den Shops. Und wir können ganz viel quatschen, wir können Fragen stellen, was wie es eigentlich auf der Messe ist. So. Wenn ihr Fragen zum Bau der Gitarren habt, könnt ihr das natürlich machen. Oder halt einfach quatschen. Jeder, den ich kennt, weiß, es geht ganz gerne und quatscht ganz gerne, deswegen quatscht ihr jetzt schon. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ganz viele von euch kommen. Und ja, bleibt gesund, unterschätzt Corona nicht. Uns hat es echt umgehauen die Woche. Also uns ging es richtig, richtig scheiße. Also wirklich richtig scheiße. Deswegen ja, aufpassen und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns ganz bald. Fotos und so kommen natürlich jetzt jederzeit. Ich baller euch jetzt zu mit Fotos und kleinen Videos. Das heißt, ich gehe euch die nächsten Wochen bis zur Roadshow, bis zur Messe voll auf den Senkel. Wer keinen Bock hat, klickt halt einfach weg. Ansonsten guckt euch den Kram an und ich hoffe, ihr werdet immer Spaß haben. Ja, wir sehen uns. Hey, schönes Wochenende. Peace, macht's gut. Ciao.